mit einer Auszeit, Sven. Jede Mannschaft hat die Möglichkeit, in einer Halbzeit eine Auszeit zu nehmen. Ich glaube aber, das weißt du auch schon, oder? Das ist korrekt. Da bin ich ja sehr froh, dass du schon ein bisschen Handball-Sachverstand mit dabei hast. Aber ich glaube, ihr Leute vom Fernsehen, ihr braucht das auch nicht so, oder? Nicht unbedingt. Wir wissen, dass es von rechts nach links oder von links nach rechts geht, von den Mannschaften aus, und da muss die Kamera irgendwo hin. Ganz wichtig, wie wird ein Spiel begonnen? Mit einem Anpfiff? Zum Beispiel, mit wie vielen Spielern pro Mannschaft? 7. Davon ist die Verteilung wie? Eine Torhüterin oder Torhüter, wie man es denn auch gerne hätte, und 6 Feldspieler. Also ich nehme dann die Torhüterin für meine Mannschaft. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Weil sonst würde ich Probleme mit den Schiedsrichtern bekommen. So, widmen wir uns wieder das Spiel. Nach 10 Minuten die erste Auszeit. Anpfiff für Post Schwerin. Die Jungs kommen mit Druck. Freiwurf. Sven, was passiert, wenn die Abwehr im Kreis steht? Stell dir mal vor, der Gegenspieler eben wäre einen halben Meter weiter hinten gewesen und hätte geklammert, was wäre dann passiert? 7 Meter. Sehr gut. Ich glaube, zum nächsten Spiel, was wir mal zusammen machen werden, werde ich mal einen Regeltest mitbringen. Da haben wir diese Regel, Abwehrspieler im Kreis, 7 Meter. Also nochmal, wir würden dann demnächst mal einen Regeltest gemeinsam machen. Ich glaube, da können noch viele andere von uns was lernen. 4-2, zweite Tor durch den 7 Meter, wieder die Nummer 3. Ob das meine heimliche Cassie Maria Schaschka ist, von der SG Bützegüstrow? Ich muss mal nachher nach seinem Namen fragen. Apropos Cassie Maria Schaschka, der 26.02. ist nicht mehr weit entfernt und ich spiele wieder gegen die Bützegüstrow. Und es hat kein Glück gebracht. Die Woche davor, oder das Spielwochenende davor, haben wir auch zusammen kommentiert und ich habe das Spiel verloren. Sven, wir müssen was verändern. Was gedenkst du? Der Trainer sollte seine Mannschaft ein bisschen besser drauf einspielen oder einstimmen auf das Spiel. Immer wieder diese Trainerfrage. Tja. Ja, 7 Meter. Wieder die Nummer 3. Ich sag's euch. Man kann's auch spannend machen. Und wieder gehalten, aber Abwehr durch den Kreis und 7 Meter für den ESV Hagenow. Gehalten, ein erneuter Ball. Sven, wenn du schon kein Handball so morgst, kein Fußball sowieso nicht, da du ja die Abseitsregel nicht erklären kannst. Was ist denn dein Sport? Zum einen sicherlich Segeln und zum anderen Darten. Ganz spannende Sportarten. Auszeit genommen, 3 Minuten später vom Hagenower Trainer. Dart, auch eine interessante Sportart. In England, glaube ich, findet immer Ende des Jahres oder Anfang des Jahres die WM statt. Zigtausende Leute sind da. Phil the Power Taylor fällt mir da ein. Aber dieses Jahr gab es einen anderen Weltmeister. Wer war es? Wenn ich mich recht erinnere, war es Adrian Lewis. Okay. Warum gibt es beim Dart auch die Unterteilung Männer und Frauen? Oder ist das jetzt eben halt so ein Thekensport, wo jeder gegen jeden antreten kann? Also mit den Regeln der PDC kenne ich mich jetzt noch nicht unbedingt so aus. Aber ich bin der Meinung, es dürfen auch Frauen daran teilnehmen. Es gibt aber auch extra, glaube ich, für Frauen Meisterschaften. Soweit ich das weiß, in Schwerin, hier bei unserer Liga, die wir hier in Schwerin betreuen oder die wir machen, ist es gemischt. Und von daher gibt es da keine Probleme zwischen Männern und Frauen, weil auch Frauen können genauso gut Dart spielen. Also ihr steht quasi für Gleichberechtigung. Gemischter Sport hat was. Da erinnere ich mich an die Worte unseres Produzenten. Wir sollten über die Gürtellinie bleiben.
wenn deine andere Lieblingssportart Segeln? Ich glaube, in Schwerin auch eine große Hausnummer. Was machst du da? Was gibt es da? Ich segel die Klasse, also wenn ich denn segel, meistens machen wir ja doch nebenbei die Fotos mittlerweile, aber segeln wir ZK10. Das ist Kutter, Marinekutterklasse. Und ist eigentlich mehr in den neuen Bundesländern bekannt. In den alten Bundesländern gibt es dort gibt es da noch die OKs von der Marine. Aber ansonsten ist es meistens eine etwas entspanntere Sportart, weil es auch eine Mannschaftssportart ist. Es wird mit 6 Personen mindestens gesegelt und sind halt behäbigere Schiffe. Behäbiger, das heißt also ein bisschen langsamer. Was war da so dein größtes Highlight bisher, was du da so erlebt hast? Mein größtes Highlight, oh Gott, da müsste ich jetzt echt überlegen. Ich denke mal, waren so einige deutsche Meisterschaften, die wir miterlebt haben, die wir relativ positiv abschließen konnten. Wir haben mit dem Verein, mit dem wir gesegelt haben, mit dem Schweriner Marine Club zusammen mehrere deutsche Meistertitel geholt. Zwar nicht wir persönlich mit unserem Schiff, aber mit anderen Schiffen, die bei uns an den Start gegangen sind von unserem Verein. Und ich glaube, da haben wir 3 oder 4 Mal in Folge den deutschen Meistertitel nach Schwerin geholt. Also man merkt, Schwerin ist eine Sportstadt. Ob es Dart ist, ob es Segeln ist oder hier der Handball. Kommen wir mal kurz zurück. Es sind jetzt knapp 15 Minuten gespielt und es steht 8:4 für den SV Post. Das Spiel hat also seine anfängliche Nervosität abgelegt. Der Ball läuft jetzt besser durch die Reihen und hier das ein weiteres Tor, 9:4. Jetzt, wenn großes Thema sicherlich in den letzten Tagen, vergangenen Tagen, ist die Handball-WM gewesen. Heute findet ja das Finale zwischen Frankreich und Dänemark statt. Hast du da einen Tipp für? Also ich tippe da ganz klar auf Frankreich. Ich bleibe dabei und ich habe das schon vor Wochen gesagt. Mein heimlicher Favorit sind die Dänen. Ich bin froh, dass sie es im Finale geschafft haben, damit ich wenigstens bis heute 17 Uhr noch Spannung und Hoffnung habe, dass sie das auch werden. Aber Sven, vielleicht hast du es ja mitverfolgt, der deutsche Handball, Platz 11, hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wie sieht dein Fazit dazu aus? Ja, da muss ich dir in erster Linie natürlich zustimmen. Man hat in den Spielen von Deutschland einfach aus meiner Sicht nicht den Kampfgeist gesehen, den man noch irgendwie bei der WM 2007 gesehen hatte. Von daher, da muss dringend was nachgebessert werden, würde ich jetzt mal sagen. Ob es nur eine Trainerfrage ist, das würde ich erstmal bezweifeln. Ist natürlich für den deutschen Handball mit der WM der Frauen und der WM der Männer, die ja innerhalb von weniger Monate stattfinden hintereinander, natürlich nicht gerade das Aushängeschild gewesen. Frauen sind ja in der Vorrunde gescheitert, die Männer haben es wenigstens in die Zwischenrunde geschafft. Und wenn du jetzt Trainer wärst, was hättest du verändert bei den Männern? Zum Glück bin ich kein Trainer und muss mir darüber keine Gedanken machen, was man verändern kann oder verändern muss. Ich würde sagen, Heiner Brandt ist für mich aus meiner Sicht im Männerhandball eigentlich eine vernünftige Persönlichkeit. Wenn es die Mannschaft nicht umsetzen kann, dann wüsste ich jetzt als Trainer auch erstmal keine Antwort, weil ich bin kein Trainer. Wie gesagt, Trainer muss nicht meistens immer die größte Ahnung haben. Aber es ist schon richtig, dass sicherlich Heiner Brandt viel für den Handball getan hat. Mit dem WM-Titel natürlich 2007 mit der Mannschaft. Sein mittlerweile 15. großes Turnier innerhalb von 13 Jahren. Da sieht man auch, wie viele große Turniere Handballmannschaften spielen im Gegensatz zu den Fußballern. Sie jammert ja da weniger einer bei den Handballern über die Anzahl der Spiele, wenn man überlegt, dass die Jungs innerhalb von 14 Tagen, die WM bestreiten, jetzt Dänemark und Frankreich, beziehungsweise Schweden und mir fehlt der vierte Teilnehmer. Lassen wir auch mal kurz weg. 10 Spiele innerhalb von 14 Tagen machen, das versucht man einem Fußballer zu erklären, glaube ich. Das wird relativ schwer, oder? Das auf jeden Fall. Also ich denke mal, die brauchen mindestens eine Woche Pause. Okay, gelbe Karte für die Nummer 2 von Hagenow und erneut einen 7 Meter. Und die Nummer 3 lässt diesmal den Nummer 13 den Vortritt.
Und er macht es besser als im vorherigen Versuch, die Nummer 3, die er erst im Nachwurf getroffen hat. Tor, 18 Minuten gespielt, 13:5 für Post Schwerin. Und im Gegenzug ein weiteres Tor für Hagenow durch die Nummer 15. Ja, Sven, ich merke aber, du hast ein bisschen die WM verfolgt. Welcher deutscher Spieler hat dich denn trotzdem noch positiv überrascht? Oder meinst du, wer hat seine Leistung so annähernd gebracht? Also, das ist zum Glück eine Mannschaftssportart und wenn die Mannschaft nicht gewinnt, dann kann auch ein Einzelner nichts erreichen. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Mannschaftsversagen. So lässt es sich, glaube ich, im Großen und Ganzen beschreiben, aber wobei man natürlich die jungen Spieler wie Patrick Grotzky oder auch, gucken wir einmal hier lang, Einwurf für Hagenow, also Patrick Grotzky hat sicherlich trotzdem zu überzeugen gewusst, die beiden Torhüter mit Jogi Bitter und Silvio Heinefetter natürlich auch, versucht es so lange wie möglich nur offen zu halten, dieses Spiel.